Hallo und willkommen in meinem YouTube-Kanal Beers by Steps. Heute zeige ich genau, wie man verschiedene Pages, verschiedene Schaltungen in verschiedenen Seiten von einem Schematik simulieren kann. Also welche Berücksichtigung muss man halten. Und das ist so für dieses Beispiel. Wir haben Schematik 1 und dann haben wir zwei Seiten. Man kann sehen, dass die Simulation Profiles gehören zu einem Schematik, deshalb diese beiden Seiten werden simuliert. Das Ziel ist, stell dir vor, ich habe eine Schaltung, es ist zu groß und ich will nicht alles in eine Seite skizzieren. Dann die Möglichkeit, die ich habe, okay, ich habe hier mein Driver-Modell, habe ein Ausgangssignal und dieses Ausgangssignal geht Richtung mein PI-Controller und mein Rotor-Modell. Wenn ich diese Strategie folge und Signale von Page 1 in Page 2 oder umgekehrt gibt, dann muss ich unbedingt Off-Page-Konnektoren benutzen. Also Place, Off-Page-Konnektor klicken und dann habe ich hier die verschiedenen Möglichkeiten. Ja? So könnte ich die Simulation machen. Andere Strategie wäre, einfach auf Options klicken, Schematic Page Properties und dann zum Beispiel auf C klicken. Wenn ich das mache, können wir sehen, dass jetzt meine Seite viel größer ist und ich könnte zum Beispiel mehrere, also die Komplexität oder die Größe für meine Schaltung erhöhen. Aber berücksichtigen, dass ich verliere ein bisschen den Überblick, weil ich immer Zoom machen sollte, um die verschiedenen Teile von meiner Schaltung zu sehen. Ich hoffe, dass es weiterhilft und wir hören uns in kommenden Videos. Dankeschön!